Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Gegen-Alles, Gegen-Nichts-Box von Freiwild. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gegen-Alles, Gegen-Nichts von Freiwild. Das Ganze ursprünglich im Jahr 2008 erschienen. Und dann 2013, also 5 Jahre später, nochmal neu aufgelegt, also eine Wiederveröffentlichung. Und im Jahr 2013 gab es dann dieses Album auch in dieser Box. Ja, wir haben hier eine recht flache schwarze Box und einen neongrünen Skorpion obendrauf. Dieser ist hier in einem Schild zu sehen. Dann haben wir hier ringsherum noch so weiße Stacheln bzw. weiß-grüne Stacheln, Linien, und es sieht so aus, als wäre dieses Schild hier zerschnitten worden. Unten lesen wir dann auf diesen Schriftrollen gegen alles, gegen nichts. Dann haben wir hier noch mittig das Freiwild-Logo, genauso wie hier, also in diesem Fall Freiwild-Logo und Freiwild-Schriftzug. Auf der Unterseite ist das Ganze glatt schwarz. Rechts lesen wir dann Freiwild gegen alles, gegen nichts, Premium Box. Auch hier wieder diese neongrünen Skorpione. Glattschwarz. Hier auch wieder dasselbe wie rechts. Und auf der Unterseite haben wir noch die Album Credits, also das Label, beziehungsweise ja, die Instanzen, über die das Ganze erschienen ist. Und dann haben wir hier noch einen Barcode. Boxset lesen wir hier. Gut, das Ganze ist beidseitig versiegelt mit einem Sticker. Den werden wir mal hier aufschneiden. Einmal und auch wenn das jetzt nicht ganz, ja, gut, zweimal. So, es ist keine Klappbox, sondern der Deckel lässt sich hier wirklich komplett abnehmen. Auch wenn das jetzt etwas schwierig geht, aber so, jetzt haben wir es geschafft. Von innen der Deckel schwarz. Wir haben hier einmal eine Fahne, nehme ich an, wird das sein. Dann haben wir so einen Aufnäher, einen Patch. Und das Herzstück der Box ist natürlich das Album an sich. Gut, auch die Unterseite schwarz. Wir machen das Ganze mal wieder zu. Und kommen zum Inhalt. Nachdem hier wirklich alle drei Sachen noch eingeschweißt sind, werden wir die mal einzeln hier aus den Folien befreien. So, wir haben hier einmal natürlich das Album. Dann haben wir diesen Patch, den müssen wir, glaube ich, gar nicht aufschneiden. Den kann man hier ganz einfach öffnen. Jawohl, gut. Und dann haben wir Inhalt Nummer 3 und auch hier brauchen wir das Messer nicht. Gut, kann der Ball weg. So, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus vom Cover her, wie auch die Box gehalten in diesem Schwarz-Weiß und Neongrün. Kommt in einem Digipack. Auf der Seite lesen wir dann auch wieder Freiwild gegen alles, gegen nichts. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Darunter riesengroß dieser neongrüne Skorpion. Hier links haben wir dann wieder einen Barcode und hier rechts dann noch die Credits. Gut, wir schauen mal hinein. Wir haben hier ein Booklet. Da werfen wir mal einen Blick rein. Okay, also das gefällt mir schon mal richtig gut. Man hat hier nämlich die einzelnen Tracks Wort für Wort abgedruckt. Wir haben hier einmal das Intro. Das hat hier keinen Text. Demnach nehme ich mal an, dass es hier ein Instrumental-Intro ist. Dann haben wir hier Arschtritt. Das ist in diesem Fall Track Nummer 2. Und der wurde hier wirklich Wort für Wort abgetippt. Bedeutet, wenn man dieses Booklet hat, kann man hier wirklich komplett die Lyrics mitlesen, nachlesen, falls man was nicht verstanden haben sollte. Sehr schön. Gefällt mir immer gut, wenn Booklets auch die kompletten Lyrics beinhalten. Und ihr seht schon, das Booklet ist auch in diesem schwarz-weiß-neongrün gehalten.
Und dieser Skorpion zieht sich hier wirklich durch und durch, durch das Artwork. So sieht das aus. Jawohl. Zum Abschluss gibt es dann noch Grüße und Danksagungen bzw. Credits zum Album, wer daran beteiligt war, wer da mitgewirkt hat. Jawohl. Und hier auch nochmal die Tracklist. Gut, dann machen wir das Booklet wieder rein. Allerdings schauen wir uns das noch kurz an. Wir haben hier ein Foto in Schwarz-Weiß. Links und rechts leicht bekleidete Damen und dahinter dann die Mitglieder der Band dürften das wohl sein. Also, so haben die damals ausgesehen. Lange, lange ist es her. Dann packen wir das hier mal wieder rein, das Booklet. Kommen zur CD. Diese überraschenderweise nicht in diesem Neongrün gehalten, sondern in Schwarz-Weiß und Grau. So sieht dann die CD aus. Und auf der Rückseite kommt auch wieder ein großes Freiwild-Logo, das bekannte Geweih zum Vorschein. Gut, dann haben wir einen Aufnäher mit dabei, dieser rechteckig gehalten und natürlich auch hier wieder das Artwork, das Albumcover drauf. So sieht das aus, nur eben im Querformat. Ansonsten hier wirklich ident zum Albumcover. Und als dritten Boxinhalt haben wir dann hier noch eine Fahne, die echt recht groß ist. Und zwar ist die auch wieder im Querformat. Ist gar nicht so einfach, die komplett zu zeigen. Also wir haben hier, wie zu erwarten war, komplett wieder diesen Skorpion über die gesamte Fläche, also zumindest von der Höhe her, der Skorpion hier sehr, sehr präsent. Und natürlich auch wieder hier komplett mit diesen ganzen Ornamenten, mit diesen Verzierungen rund um das Schild. Unten dann das Freiwild-Logo einmal klein und darunter dann der große Schriftzug. So sieht das aus. Und das Ganze ist hier komplett in Schwarz gehalten. Und wir haben an der Ecke hier so eine silberne Metallöse. Die ist dafür gedacht, dass man hier wirklich eine Schnur, ein Seil durchführen kann, damit das Ganze dann wirklich auch als Fahne verwendet werden kann. Das Einzige, was mich jetzt nur etwas irritiert, ist, wenn wir uns das hier anschauen. Wir haben hier, Moment, ich hoffe, ich kann das euch irgendwie zeigen. Also wir haben hier einmal auf der linken unteren Ecke, ja, da, beziehungsweise, ich muss mal kurz drehen. So, also rechts oben haben wir so eine Metallöse. Und die haben wir dann auch noch auf der linken oberen Seite. Unten gibt es keine Ösen, also hier wirklich nur in den obersten zwei Ecken. Bedeutet, es eignet sich dann dafür wahrscheinlich am besten irgendwie an der Wand zu hängen und dort zu befestigen und es nicht regulär an so einem Fahnenmast. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten Menschen, die so eine Fahne aufhängen, das eh zu Hause in den eigenen vier Wänden machen und jetzt nicht irgendwo die Fahne hissen wollen, irgendwo im Garten oder so. Ja, und dann haben wir hier noch irgendwo einen Hinweiszettel von der Fahne. Und zwar, hier haben wir ihn. Und zwar, was lesen wir hier? Produced by 4Merch. Und das Ganze ist 100% Polyester. Alles klar. Gut, also ihr seht selber, die Fahne ist riesengroß. Versuche jetzt mal die hier irgendwie wieder zusammenzulegen. Aber ja, das gelingt mir mehr schlecht als recht. Wir werden es mal jetzt dabei belassen. Und zum Abschluss fasse noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne. Dann haben wir diesen Patch hier, den Aufnäher zum Aufnähen, Aufbügeln, wo auch immer ihr das möchtet. Und natürlich das Album an sich im Digipack gegen alles, gegen nichts mit insgesamt 14 Tracks.
Das alles in dieser wunderbaren Box gegen alles, gegen nichts von Freiwild. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Freiwild unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.